Leute, herzlich willkommen hier bei 11 Team Sports TV im Jahre 2016 und auch wie im letzten Jahr zu meiner rechten Kuba Nito. Und zu meiner linken der gut aussehende Mats. Ja, als allererstes hoffen wir, ihr seid wirklich gut ins neue Jahr 2016 gerutscht. Und ja, wie ihr im Trailer gesehen habt, haben wir eine wirklich ultimative Neuheit für euch am Start. Denn wir haben Adidas Ace 16 Plus Pure Control. Ich weiß, das Ganze ist ein sehr, sehr langes Wort, deshalb reden wir auch gar nicht lange darum rum. Und ja, hier haben wir auch schon 4 Prototypen für uns liegen, oder Mats? Genau, wir haben die verschiedenen Entwicklungsstufen von 1 bis 4, also bis zum Endprodukt. Und beim Prototyp 1, möchtest du was dazu sagen? Genau, Prototyp 1 wirklich sehr im Startbereich. Und das Ganze kam auch wirklich so zustande, dass man sich gesagt hat, man will mit dem Fußballer wirklich näher zusammenarbeiten. Zum Beispiel Mesut Özil, der klagte wirklich sehr, dass er sich halt immer seine Schnürsenkel, dass er sich Knoten da gemacht hat. Und klar, es ist nicht nur wegen Mesut Özil, dass man diesen Schuh entworfen hat. Natürlich wollte man auch wirklich die Ballkontrolle fördern und ja, ein besseres Ballgefühl. Definitiv. Beim zweiten Produkt war es dann so, dass die Ballkontrolle an sich natürlich nicht alles ist, so das Ballgefühl. Es ist natürlich auch so, dass Stabilität da sein muss. Und deswegen hat man hier so eine TechFit Cage entworfen, der im Mittelfuß stabilisieren soll und natürlich auch im Fersenbereich. Genau. Und dann Stage Nummer 3 sieht man schon sehr, sehr nah dem Endprodukt. Und hier auf der Seite natürlich die 3 Strips, die 3 Streifen dürfen natürlich nicht fehlen, auf der Seite angebracht. Und natürlich diese 2 Laschen hier, die helfen vor allem für mich, die haben mir sehr geholfen, die halt ja nochmal das Ganze erleichtert beim Reinschlüpfen. Und im Endprodukt sehr, sehr nah, aber genau, nicht ganz, oder? Genau, richtig. Dann kommen wir natürlich zum wirklichen Endprodukt und das Ganze ist nochmal ein Tick leichter geworden als der Prototyp. Man hat hier diese Lasche dann verändert, hat hier noch eine pinke Farbe reingebracht, um das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen. Im Großen und Ganzen haben wir den Schuh jetzt wirklich 10-15 Stunden getestet und waren sehr positiv überrascht. Wir können euch echt garantieren, dass der Schuh wirklich einen sehr, sehr guten Halt offeriert. Also definitiv. Und auch in Sache Komfort, ich muss sagen, ich bin ein sehr Breitfuß-Indianer, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der hat sich sehr, sehr gut der Fußform angepasst. Ich hatte zwar ein bisschen leichte Druckstellen, ja, an der Ferse, aber wirklich nach ein 10 Minuten, paar Minuten hat sich wirklich der Schuh der Fußform enorm gut angepasst. Genau. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, du hattest ein bisschen auf der Seite, oder? Bei mir war es ähnlich. Also ich hatte ein kleines Problem im Knöchelbereich. Allerdings war das auch nach circa 20 Minuten. Wenn man den Schuh ein bisschen einläuft, erledigt sich das Ganze. Und also es ist wirklich wie so ein Hausschlappen, würde ich sagen. Also ich meine, du kannst das Ding wirklich 10 Stunden am Stück tragen und es tut dir nicht der Zeh weh, es tut dir keine Ferse weh. Im Knöchelbereich, wie gesagt, das hat sich auch erledigt. Das war also wirklich der Schuh, der schmiegt sich so deinem Fuß an, dass du keinerlei Probleme hast und der sich wirklich sehr gut anfühlt. Mhm. Genau, Sohle haben wir noch. Mhm. Also die Sohle ist so inspiriert vom F50. Damals noch, da hatte der 50 allerdings noch eckige Stollen, hier hat er runde. Und das Ganze ist auch wieder mit Sprint Frame und noch ein Stück leichter geworden als damals. Ihr könnt die Schuhe natürlich wieder auf Rasen und Kunstrasen tragen, was sich wirklich sehr gut eignet. Also ich meine, wenn viele haben ja auf Kunstrasen trainiert heutzutage und wenn man dann irgendwie beim Gegner ist, der auf Rasen trainiert, ist auch perfekt, wenn man das wirklich in einem Schuh integriert hat. Und ich weiß nicht, ansonsten kann man vielleicht noch sagen, zu der Größe, ihr könnt wirklich true to size gehen. Also wenn ihr eine 44 habt, dann wirklich eine 44, wenn ihr eine 43 habt, echt eine 43. Richtig. Und ich weiß nicht, Matze, gibt es sonst irgendwie noch was anzufügen, was ja, also, ich nicht vergessen soll? Es gibt auf alle Fälle alle Daten, die ihr wissen müsst, in unserer Setcard, die werden gleich eingeblendet. Und den Link zum Schuh,
gibt's ja, den unten Link zu diesem geilen Teil. Gibt's unten in der Beschreibung, da werdet ihr direkt auf unsere Seite geleitet und könnt euch das Teil organisieren. Also sichert es euch. Aber was wartet ihr? Und natürlich wie immer kommentieren und eure Meinung schreiben. Ja? Was haltet ihr davon, als ihr das erste Mal diesen Laceless-Schuh gesehen habt und werdet ihr ihn euch kaufen? Dann schreibt das fleißig unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Wir sind raus, freuen uns auf euch beim nächsten Video. Cubanito. Mats. Ciao.